Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Holla, holla. Nothing's ever easy, is it? I guess we're moving on, huh? It's for the best. We're not the only survivors around, you know. There's a few other groups scattered around the valley. Finde ein neues Zuhause ist unsere Aufgabe. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Hier war man nämlich noch nicht. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play State of Decay, dem Add-on Breakdown. Es ist so eine Art Endlos-Modus. Es ist wesentlich schwerer, die Steuerung ist spitze, im Gegensatz zum Hauptspiel. Ich kann es bis jetzt nur empfehlen. Ich spiele es blind, ich bin nur kurz ins Game gegangen, habe einen Absturz kassiert und wollte nur die Steuerung eigentlich einstellen. Das ist alles. So, wie fahren wir da jetzt hin? Am besten ganz woanders. Hm? Ja, ich habe nur die Steuerung eingestellt, bin dann wieder raus, beziehungsweise sind wir sogar abgestürzt. Da war ein Boss-Zombie. Und es wird immer schwerer. Also es gibt hier anscheinend einen Wohnwagen. Den muss man bestücken oder so. Dann kann man in eine andere Stadt fahren und man erhält einen Level. Also das heißt, es wird schwerer. Irgendwie fahre ich hier falsch, glaube ich. Ja, total falsch. Ich hätte da abbiegen sollen. Also, das Game ist wesentlich schwerer. Es kommen dann mit jedem Level mehr Monster, also mehr Zombies, stärkere Zombies, so Boss-Zombies und so weiter. Das heißt, es wird immer schwieriger, auch zu überleben, ne? Aber es macht Spaß und ich freue mich auf dieses DLC. Ich habe mich schon drauf gefreut, bevor es rauskam. Und jo, dann zocken wir das mal, ne? Und hier sind wir. Ich höre Zombies. Hinter mir ist einer. Schnell mal über den Haufen fahren. So, Ruhe hier. Seid ihr jetzt lästig oder was? Wo ist denn hier der Eingang, Leute? Stellen wir das Auto mal hier hin. Oh, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Es geht eigentlich so halbwegs. So, wie komme ich da jetzt rein? Hier? Ja. Alles klar. So, wir suchen unser neues Zuhause. Hier fühle ich mich doch so ganz angenehm. Sieht ganz passabel aus hier. Hopp. Die Steuerung muss ich noch ein bisschen runterdrehen. Es ist noch immer zu schnell hier mit der Maus. Schauen wir jetzt. Ja. Okay, so ist gut, Leute. So geht es. Eventuell sogar noch mehr runter, aber man kann zählen, das ist in Ordnung. Sprechen wir mit Israel Blocker. Wir brauchen gute Leute. Wenn du willst, kannst du bei uns bleiben. Absolut. Bin nicht sicher, ob das der richtige Ort ist. Tritt in diese Gemeinschaft bei. Ja, was nehmen wir denn? Absolut. Entscheide später. Absolut. Gut, wir gehen zu denen. So, jetzt haben wir hier eine Basis und neue Leute. Wir sind Trujillo. Puh, was für ein Name. Lilly Ritter haben wir hier. Sophie Vandanabe. Israel Blocker und Diana Altmann. Das ist eine Deutsche vermutlich. So, sehen sich ein bisschen ähnlich hier alle. Ein bisschen auf Inzucht, aber okay. Was haben wir hier? Einfluss, Ruhm. Was haben wir hier? Die Basis ist es. Ja. Verwirrung. Dieser Raum ist in desolaten Zustand. Wir müssen ihn in Ordnung bringen, bevor wir ihn nutzen können. Das machen wir auf jeden Fall. Reparieren. Es geht in einer Minute, also das geht ganz passabel, zackig. Was ist hier los? Der ist auch in einem desolaten Zustand. Den reparieren wir ebenfalls. Und was haben wir hier?
Auch desolaten Zustand. Alles reparieren hier. So. Schauen wir, was wir lagernd haben. Wir haben fast gar nichts. Ein bisschen Baumaterialien. Aha. Essen, Medizin. Ja, Essen brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, als erstes holen wir mal Essen. Ihr seht es ja täglich, minus 5. Nicht, dass die uns nun verhungern hier. Darum würde ich sagen, Funker, sag mir, wo es Essen gibt. Das kostet mich 20. Das nehme ich aber jetzt alles, damit die mir sagt, wo es ist. So, was gibt's hier für Aufträge? 2. Kläre das Gebiet auf und... Was ist hier? Belagert? Wie belagert? Der wird belagert, oder wie? Soll ich das verstehen? Wir klären aber mal das Gebiet auf, weil das ist ein bisschen einfacher. Das ist ein guter Gedanke, ein richtiger. Die redet schon von diesem Wohnmobil. Also wir sollen ein Wohnmobil organisieren. Kaliber 45, das ist das hier. Und keines von denen, dummerweise. Also Waffen müssen wir noch holen. Was ist der? Das ist ein Revolver. So, was haben wir hier noch Schönes? Schmerzmittel. Gut, das lasse ich jetzt mal hier. Und ein großer Rucksack. Den nehmen wir auf jeden Fall. Wie nimmt man denn schnell Leertaste? Okay, alles klar. Verwenden. Q. Den können wir dann zurückgeben. Wie gibt man den zurück? Leertaste. Alles klar. So, dann machen wir sich auf unsere Mission auf. Hopp, drüber da. Wir sollen da links rüber. Oh, das geht wohl nicht. Schauen wir auf die Karte. Es ist nicht weit, da gehe ich zu Fuß hin. Was ist hier? Da liegt ein Zombie. So. Wir haben... Also wir laden jetzt mal nach. Weil wenn was ist, dann will ich jetzt nicht nachladen. Das ist in jedem Spiel so. Immer wenn du die Waffe brauchst, scheiße, ist nicht geladen. Ne? Nachladen. Einen Zombie haben wir hier. Einen Armee-Zombie. Zumindest sieht es so aus. Den machen wir mal platt. So. Weiter geht's. Wir müssen da runter. Alle hopp. Es laggt ein bisschen gerade. Das finde ich jetzt nicht so toll, aber okay, das bin ich... Was? Ist das ein Bug? Ich komme hier nicht raus. Hallo? Oh nee, das meint ihr jetzt nicht ernst, Leute. Muss ich aus dem Game sonst raus und rein? Also verbuggt ist es immer noch. Super. Runter kann man, rauf kann man nicht mehr. Nice. Ja, das ist mir schon klar. Komm, geh raus da, Scheiße. Ja. Raus und rein, wie immer. Klasse. So fängt es doch gut an, Leute, oder? Gleich am Anfang einen Bug. Das ist super. Also, die Bugs sind noch nicht beseitigt, beziehungsweise es sind mehr geworden. Das ist klasse, Leute, ne? So, wir machen jetzt aber unsere Mission hier endlich. Ah, jetzt habe ich es wieder... Oh. So, jetzt habe ich es markiert. Los geht's. Habe ich meine Waffe noch? Ja, wenigstens das. So, runter da jetzt. Gehen wir mal hier. Nicht, dass ich da wieder stecken bleibe. Ah, ein Zombie. Oi, 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 oi. Weg ist er. You got it, genau. Also ich muss sagen, man ist schneller erschöpft, das merke ich schon, aber das ist ja in Ordnung. Man muss die zuerst leveln. Da ist, sind ein Haufen Zombie hinter mir, ist irgendwas. Oh, scheiße. Das Kampfsystem ist ein bisschen besser geworden, das gefällt mir sehr gut. Also es ist viel besser geworden mit dem DLC. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr das Hauptspiel gespielt habt, ihr werdet mit dem Ding hier viel Fun haben. Ich lasse die jetzt mal hier einfach stehen.
Und geh dahin, da gibt es nämlich was. Beziehungsweise da gibt es auch was. So, jetzt müssen wir die zuerst platt machen da. So, jetzt haben wir Ruhe, jetzt können wir das da gemütlich durchsuchen. Wir nehmen das mit, wir nehmen das so, so. Das können wir, so geht das. Ja, da drüben war noch was. So, dann schauen wir, was hier ist. Neben mir ist ein Zombie. Gleich ist er da. Komm her. Komm zu Mama. So, jetzt habe ich meine Ruhe. E gedrückt halten. Wir durchsuchen das jetzt. Vielleicht gibt es da noch was Feines. Das nehmen wir mit. Aufbrechen, das machen wir auch. Oder nach Hause funken. Eh, genau. Wir rufen den Plünderer, der soll das abholen. Und wir gehen zu unserer Mission. Weil wir brauchen einmal Einflusspunkte. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. Noch einer oder was? Das werden auch mit der Zeit immer mehr Leute. Das DLC ist wesentlich, ich will nicht sagen schwer, das weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist wesentlich schwieriger wie... Oh, scheiße, das sind ein paar. Wie das Hauptspiel. Und es ist wirklich nicht schlecht gemacht. Also bis jetzt kann ich sagen, der Grundgedanke, ein Endlosspiel zu machen, haben sie super umgesetzt. So, ihr zwei Deppen, ihr könnt mich mal. Ich muss euch ja nicht alle platt machen. Meine Waffe ist bald kaputt, das ist auch schlecht. So, komm her. So, wie kommen wir da jetzt rauf? Hier ist der Aussichtspunkt. Da muss wohl eine Leiter sein, vermute ich mal. Hier. Oh, da ist noch einer. Stirb. So, dann gehen wir da mal nach oben. Komm, bevor noch mehr Zombies kommen. Und spurten. Zack, 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 zack. Ist noch weit? Nee, oder? Wir sind bald oben. So, jetzt können wir uns umschauen, gemütlich. Bewegen sollen wir uns eher weniger. Hier haben wir was. Einen Koloss, aha. Haben wir da ein Haus. Ein Fahrzeug, ein Fahrzeug. Einen Schuppen. Ein Feld. Ein Lagerhaus. Was gibt's noch? Was ist dort? Ein Fahrzeug? Was ist das hier? Ah, ein Feld. Super. Blöde Frage. Was ist das hier? Da haben wir noch was. Zombie-Horde. Das können wir aufklären, obwohl wir hier durchschauen. Sau witzig. Haben wir alles? Nee, haben wir nicht. Hier ist noch was. Dickicht! Alles klar, wir haben das aufgeteilt. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht runterfahre. Falle. So, geht aber runter. Das haut hin. So, zack, zack. Da sind ein Haufen Zombies. Ja, ja, du. Du mich auch. Oh, scheiße. So, verpisst euch. So, ja, hinter mir ist noch einer. Also, es ist wesentlich schwerer. Ihr seht schon, die Waffen halten nicht mehr so gut. Alles ist ein bisschen anders jetzt. Ich muss dringend nach Hause. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Medizin. Ich bin im Arsch sozusagen. Und da ist ein Auto, meine Rettung. Das schnappen wir uns jetzt. Oh, das ist eher eine Karre. Ey, leck doch nicht so. Aber wir nehmen das da hinten. Das sieht mal besser aus. Laufen wir hin mit der letzten Kraft, steigen ein und tschüss, weg sind wir. So. Zu Hause markieren wir später, wenn wir hier weg sind, weil... was ist denn hier los? Wir werden angegriffen, oder was? Ho, 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 das geht ja hier zack, zack. Unser Zuhause wird angegriffen, Leute. Na, dann beeilen wir uns besser mal.
Bei der nächsten Folge werde ich versuchen, etwas gegen diese Lags zu machen, aber ja, das geht leider nur so bedingt. Hier ist eine Zombie-Horde. Oh. So, da ist noch eine Zombie-Horde, die müssen wir jetzt vernichten. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Luft. Dann werden wir da angegriffen. Da gehen wir jetzt rein und zwar schnellstens. Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Auf. Hier sind Zombies bei uns in der Bude. Ich glaub's ja nicht. Und ich habe nur dummerweise keine Waffe. Ist doppelt käsig. Ja, ja, ich helfe dir schon. Keine, bin schon da. Mach mal die Tür auf. Sind die in unserem Haus? Ich glaub's ja nicht. So, abgeben. Super, wir haben Einfluss gekriegt. Dann holen wir uns eine Waffe. Eine Waffe haben wir hier. Ich bin aber auch ein Depp, ich hätte Waffen gehabt, aber ja, ich bin ein bisschen aus der Steuerung raus, muss man auch dazu sagen. Jawohl. So, wie lange hält es? Oh, es geht. So, Medizin brauche ich auf jeden Fall einmal. Wie geht es? Leertaste, Leertaste. Leertaste, Leertaste, alles klar. Wie benutzen wir das mit F, glaube ich? Jo. Oh, kriege ich noch ein bisschen mehr Leben zurück. Zu viele Horden, Gefahr, Army-Zombie gezichtet. Da hier geht es ja gleich voll zur Sache. Nachgeladen haben wir. Die Mission haben wir erfüllt. Jetzt schauen wir, was hier los ist. Zombie-Horde abfangen, was ist hier? Bedarf zu Hause Lebensmittel, das ist hier. Zombie-Horde abfangen ist hier. Die kommen zu uns. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.